So, hallihallo, meine lieben Freunde, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir spielen jetzt eine Runde Sims, und zwar von Anfang an. Ich habe ja schon mal angefangen hier mit den Shanks, ja. Aber ich habe mir gedacht, erstens fand ich diese Großstadt jetzt nicht so mega sympathisch. Da ist mir dieses kleine Dörflein mit den normalen Häusern doch ein wenig lieber. Und ich würde gern einfach nur eine einzelne Person spielen und die dann aber vernünftig spielen, ja. Also es war jetzt zwar für die erste halbe Stunde, ersten 40 Minuten ganz lustig, diese lustige Familie in Anführungszeichen zu spielen. Aber jetzt, wie gesagt, will ich es ernsthaft machen. Deswegen gehen wir hier auf Sims erstellen. So, und dann erstellen wir uns mal einen neuen Sims. Oder Sim? Sim? Sims? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie jetzt die korrekte Betitelung ist für. Naja. Und ich nehme jetzt auch ohne Webcam auf. Aus dem Grund, weil ich finde das, oder ich hoffe mir dadurch, dass es flüssiger läuft. So. Genau, also wir haben einen männlichen Sims. So. Ja, dieser schnieke Typ hier, ne? Ja, sehr schnieke. Teenager, na, junger Erwachsener ist es schon hier. Da könnte da schon ein bisschen Farbe haben. So, was machen wir hier? Machen wir sowas oder sowas? Genau. Also auf jeden Fall die Überschrift hier, der Weg zum Star, sagt's eigentlich schon. Ich will einen Star aus ihm machen. Also soll jetzt nicht so sein. Aber so ein gesundes. So eine gesunde Definition einfach hier. So was ist doch gut hier. Ein bisschen Mucki, so ein bisschen Muskeldefinition, so ist das, glaube ich, ganz gut, ne? So, Vorname, Nachname. Lassen wir uns dann, würde ich sagen, inspirieren einfach. Ich glaube, ich könnte kurz die Musik lauter machen. Ja. So, mal gucken. Vielleicht noch ein Stück, noch ein kleines Stückchen lauter. So. Ja, so muss es doch passen. Jetzt haben wir schmissige Musik mit dabei. Gut. Natürlich die wichtigste Frage vorweg, oder die wichtigste Einstellung hier, die zu tätigen ist, ist natürlich die Auswahl der Haare. Ja, denn nichts ist so aussagekräftig wie die Haare. Ja, wie man da hier diese. Was soll das eigentlich sein? Was soll das für eine Frisur sein? Jetzt mal ganz ehrlich. Naja, komm. Die ganzen Late-Night-Frisuren hier. Das sieht auch so schlimm aus mit dem Scheiß. Irgendwie, keine Ahnung. Nichts Ganzes, nichts Halbes, ja. Sowas. Ja, oder sehr schmissig, ja. Gott. Wir können natürlich auch sowas. Wir können natürlich auch sowas machen, ja. So ganz, ganz. Ja, das ist ein bisschen zu normal, sag ich mal. Er soll ja schon so. Sowas hier wäre zum Beispiel eine Idee. Aber schauen wir einfach mal weiter. Ja. Die hier. Das ist vielleicht ein bisschen zu emo. Ja. Nicht das, was ich jetzt will. Die wäre natürlich schnieke. Die merke ich mir auf jeden Fall mal. Die ist auch nicht so schlecht. Das ist dann, glaube ich, wieder zu extrem. Was geht hier so ab? Ja, okay. Nee, eher nicht so. Ja, auch nicht so. Fürchterlich aus, die Frisur. Nepp. Ich glaube, es wird die hier. Nein, war das die hier? Die hier war das, glaube ich. Die hier. Ja, ich glaube, die sah ganz cool aus, so. So, Haarfarbe machen wir jetzt mal so benutzerdefiniert, ja. Richtig geile Farbe. Ja. Natürlich solche Haare, ja. Das ist, boah. Nein, schon mal natürlich nicht. Basishausfarbe jetzt hier. Vielleicht hier so ein dunkles Braun einfach. Hier ist das Strähnchen, ja. Hier auf die Figur hier so. Auch der Ansatz muss natürlich auch dunkler sein, weil das geht ja gar nicht so. Dunkelste.
wäre so ein sehr dunkelbraunes Haar. Ja, bietet sich doch an, oder? Da können wir nicht viel. Was ist das? Das nehmen wir, glaube ich. Oder mal bei dem eine Mütze geben oder sowas. Cowboy-Hut jetzt eher weniger. Zylinder. Ja, ich weiß es nicht. Muss jetzt auch nicht so unbedingt sein. Fahrradhelm. Hm. Ja. Ne. Sowas hier auch eher nö. Ja, wenn, dann schon am ehesten so etwas hier. Aber ich glaube, wir bleiben bei der Frisur, die wir vorhin hier gewählt haben. War sie jetzt da. Jawohl, ja. So, dann Augen. Oh, die hier gehen irgendwie gar nicht klar. Ja, diese buschigen. Ja, das ist buschig. Ganz komisch definierte Haare. Augen auch. Oh, die waren ganz in Ordnung so. Ja, die waren ganz in Ordnung. Okay. Haarwurzel angepasste Farbe. Auch in Ordnung. So, der Bart. Wo kommt der an Bart? Ich finde ja, bei Sims ist das Problem, da sehen die meisten Bärte ziemlich komisch aus. Zum Beispiel so dieser 7,5 Tage Bart hier, ja. Sieht sehr, ich weiß nicht, komisch aus irgendwie. Ist irgendwie klar. Oh, da wollte ich noch gleich hinspringen. Den haben wir ja noch. Und der springt ja schon zu den Klamotten. Das geht ja gar nicht klar. Wie gesagt, Bart, ne? Und sowas, ich weiß nicht, die sind alle ein bisschen komisch aus. Ein wenig, wenn ich sehe. Der hier wird gerade noch sowas. Dann sagen wir, okay, der wird in Ordnung. Ja, komm, die nehmen wir, ja. Dann sieht er nicht so bubihaft aus. Dann sieht er so ein bisschen böse aus, ja. Sag ich mal. Hat er denn Körperbehaarung? Natürlich hat er Körperbehaarung. Und zwar so. Natürlich nicht. Ja, das ist auch so ein Ding, ne? Vielleicht sowas so ganz heldenhaft, so. Komm, hier so eine heldenhafte, so ein heldenhaftes Brustleder hat noch niemanden geschadet, ne? Oh yeah. Rücken. Oh, Rücken was? Nee, komm, Rücken ist nicht so. Rücken ist nicht so. Aber das ist so ein bisschen realistisch sein, ne? Weil, ganz ehrlich, ne? Und die müsste da so inzwischen. Sollen wir das einmal so machen? Doch so. Oh, ich weiß nicht, ey. Ja, komm, nehmen wir das Brustleder einfach mit. Vollkommen wurscht, nehmen wir es einfach mit. Ja. So. Armbehaarung. Kommt da auch ein bisschen. Ja. Muss ja. Beinbehaarung. Schrecklich aus. Aber wenn man ehrlich ist, ja, ist das ja auch schon schrecklich. Ja. Voll die gewachsenen Beine. Weiß ich nicht. Na egal, komm. Nehmen wir es einfach. Jetzt können wir zum Aussehen gehen. Also Kopf und Ohr. Haben wir erstmal Gesichtsmerkmale, ja. Was wollen wir denn Gesicht? Was ändert sich denn eigentlich? Gesicht? Ach so, sowas hier. Irgendwie sowas und mehr nach innen, aber doch ein bisschen was zur Kopfbreite. Nimm mal eher ein schmaleres Gesicht, ja. Ein bisschen so, okay. Gesichtshöhe. Auch so ein gutes Mittelding. So Kinn. Die Kinnfülle. Oh, ich habe ein markantes Kinn. Jo. Wäre gar nicht so schlecht, glaube ich. So ein bisschen markantes Kinn. So was. Ja, hier. So. Kinn-Unterlippe-Tiefe. Das ist, glaube ich, dann hier so zwischen. Ja, zwischen Lippe und Kinn. Ja. Sieht man hier so. Up, up, up. Ja, so ist das Kinn natürlich markanter, ja. Aber. Das war natürlich nicht so extrem hier. So einen leicht flüssigen Übergang. Mit einer leichten Kurve drin, sowas. Ja, perfekt. Kinngröße. Wie groß wollen wir das Kinn denn haben? Ja, so natürlich. Nein, Schmarrn. Das ist auch Schmarrn. Ja, hier so ein Mittelding halt. Also, so. Ja, komm. So, Kinnhöhe noch. Auch so ein Mittelding, würde ich sagen. So, okay. Dann. Die Kiefer, ja, die Kieferbreite erstmal. Ich
sowas ungefähr machen, dass es schon ein bisschen schmaler wird, aber doch noch gut definiert ist, ja. So, Kieferform, was haben wir denn da? Gott, eigentlich nur schiebt er sich nach oben oder nach innen. Auch wieder gesundes Mittelding, so Kieferhöhe. Ein bisschen weiter nach unten, ja. Kiefertiefe. Ah, okay. Ja, sowas ist schön gerade liegen mit den Ohren, ja. So, okay. Und was aber noch der Unterbiss? Oh, der Unterbiss, da kann man gleich böse Sachen mit anstellen. Ja, hier sowas, ne? Ich bin ein Star. Ich bin ein Star. Nein, das machen wir natürlich nicht, dass wir. Nein, das. So, ja, so machen wir das. So, dann die Wangen, ja. Die Wangenhöhe. Ja, komm, ist ran so hier. Wangenhöhe. So. Wangenknochenform. Also ganz schmal so. Na, ich glaube, das ist ein bisschen so zu creepy, sowas hier. Ja, doch, das. So machen wir das. Nasolabialfalte. Hier, so auf jeden Fall. Nö, natürlich nicht. Ganz minimal ausgeprägt. So, dann noch die Öhrchen, die Ohrengröße. Ja, so, ja, er hört alles, ja. Er hört jedes einzelne Detail. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Na, Schmarrn. Natürlich nicht, ja. Sowas, Ohrrundung. Also ganz aerodynamisch, flach, ja. Ohrkrümmung, ja. Brauchen wir nicht. So was hier, okay. Ohrenspitze brauchen wir auch nicht. Und außerirdischen Ohren brauchen wir auch nicht. Okay, dann haben wir das geklärt. Die Augen. So. Ich finde, die sind alle irgendwie ein bisschen zu groß geraten. Finde ich ganz persönlich irgendwie. Keine Ahnung, weil man das sieht irgendwie. Ich weiß auch nicht. Irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Machen wir die auch mal individuell. Erstmal, ich weiß nicht, Augengröße jetzt. Wurde die schon ziemlich klein, weil das sind die größten Augen, das sind die kleinsten. Irgendwie sowas hier machen. Sowas ist, finde ich, ist eine natürliche Augengröße, ja. Aber weil wir die kleine gemacht haben, will ich dann den Augenabstand verringern. Ein bisschen näher sind sowas hier, ja. Weil sonst schaut das komisch aus. Sowas können wir denn noch hier machen. Die Augenhöhe. Natürlich zum Gesicht auch passen. Irgendwie sowas. Hier, ja. Augen drehen. Brauchen wir das? So. Okay, bisschen spitzer. Ja. Augenhöhlenhöhe. Ah ja, okay. Ja, dann machen wir ein gesundes Mittelding. Die Augenfülle. Quasi wie die Augen hervorquellen, oder wie? Ja, tatsächlich. Ja, da machen wir schon eher ein bisschen. Obwohl das auch ein bisschen komisch aussieht. Ja, muss man schon so ein Mittelding nehmen, weil sonst steht da irgendwas. Außerirdischen Augen. Was passiert denn eigentlich da? Ja. Ich bin ein Außerirdischer. Nein, mach mal weg. Gar nicht da, ja. Okay. So, Augenlidereinstellungen. Oberes Augenlid. Ja, okay, man muss so ein bisschen wache Augen, ja. Also nicht sowas wie so, oh, ich schlaf gleich ein. Ah. Nein, wir machen ein bisschen was Wacheres, ja, so richtig so. So, unter Augenlid, dasselbe, glaube ich. Das passt dann zu den oberen Augenlidern, weil das ist auch wieder so ein bisschen so. Ich habe heute nur 2 Stunden geschlafen. Nein, so hier, Augenliderhöhe. Ah, okay. Ich glaube, das ist so, so. Was haben wir hier? Die Augenformeinstellungen, okay. Höhe äußerer Augenwinkel. Ah ja, okay. Näher so. Augenspitze niedriger. Oh, ah, okay, da kann ich das hier einstellen. Ja, wir wollen ja eine gesunde Rundung haben. So, Augenspitze. Ah, das ist quasi sehr bloß oben. Können wir das jetzt sagen? Eher so. Bisschen so nach außen hin. Die Augenform. Ja, auch wieder ein bisschen wie Augengröße, aber machen wir mal das so.
Höhe innerer Augenwinkel. Ah ja, da, okay. Ja, auch ein bisschen nach innen. So, ja. So, und dann noch die Augenbrauen. Obwohl, ich finde, die passen fast, aber egal. Vielleicht ein bisschen tiefer. Oder höher. Nee, tiefer. So. Linie. Ach so, okay. Ich bin schon ein bisschen gerader. Dann so, ja. Und die Augenbrauenform. Ja, so. Nein, natürlich nicht. Vielleicht so ein bisschen. So ist das. So sieht das ganz aus, glaube ich. Okay. Die Nase. Die Nase. Die Nase. Ja, dann machen wir das auch halt individuell. So, erstmal Nasenhöhe. Ja, so. Schon ein bisschen so eine Länge. Also von. Eine höhere Nase, sag ich mal einfach. Nasenbreite. Na, machen wir nicht so breit. Nasenlänge. Ach, das ist glaube ich der hier, ne? Also Nasenlänge hier. Nee, da machen wir. Das sieht auch komisch aus. Aber irgendwie. Vielleicht ein bisschen länger. So. Ja. Eine markantere Nase, aber. Nichts Schlimmes, ja. Nasenfülle. Muss ich auch ein bisschen so machen, dass es angepasst ist, okay? Nasenrunden. Okay, das ist das hier quasi. Oh Gott! Nee, geht gar nicht klar. Wieso was hier? Nasengröße natürlich. Ja, brauchen wir natürlich nicht so groß, ja. So. So ist das, glaube ich, gut. Was haben wir noch da? Nasendefinierung. Was ist das denn jetzt? Ah, okay. Hier so was. Ja. Eine schön definierte Nase. So, Nasenspitze, jawohl, Nasenspitze. Okay. Ist nicht so gut. Der Winkel. So was hier. Ah, nee. So, so. So, dann Nasenloch. Okay. Sowas hier. Nasenlochgröße. Brauchen wir jetzt nicht so groß. Nasenlochhöhe. Ah. Vielleicht so. So. Ja, eine wunderschöne Nase. Schaut euch die Nase an, liebe Leute, ja. Das ist ein Traum, ist die Nase. Ein Traum einfach nur. Ja. Oh, voll der geile Kommentar. Penis. Boah. Ja. Danke. It's Poxo 2. So einen ja, geistreichen Beitrag habe ich noch nie gelesen. Finde ich lustig. Voll gut, ohne Scheiß. Okay, was haben wir noch da? Ah. Nasenlochhöhe. Nasenlochhöhe. Nasenlochschwung. Oh ja, voll geil. So, und Nasenrückenhöhe. Ah, okay. Ist so ein Knubbel hier drin? So, okay. Rückenrundung. Ah, okay. Tiefe. Ah, ich glaube, das ist dann hier der Abstand. So, okay. Haben wir schon hier sowas. Okay. Und Nasenrückenbreite. Ah, schön, dass es so passt. Ja, so schön gleich. Ja, voll. Wunderschön. Oder vielleicht ein bisschen schmaler. Okay. So, nein. So. Ja, das passt schon. So, dann haben wir die Nase auch. Muss nur der Mund geklärt werden. Ja, den mache ich auch jetzt hier. So. Aber ich glaube, ich will ein bisschen tiefer machen, weil der Mund ist ja ein bisschen zu nah an der Nase. Ja. Und das ist schon mal nicht, ja. Natürlich. So, was hier. Ja, schon hier. Breite brauchen wir jetzt nicht so breit. Und Tiefe. Machen wir so das Mittelding draus. Und Form. Ja, natürlich lächelt der. Hat immer so ein charmantes Lächeln auf, ja. Und Definierung, nee, brauchen wir nicht so krass. Am Mundwinkel natürlich, ja. Ganz wichtig. Tiefe. So. Ja, komm, ein charmantes Lächeln, ey. Ja. Wunderschön. Wunderschön! So, Lippen passen sogar, würde ich sagen. So, hat er irgendwelche Sommersprossen? Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Make-up braucht er auch keins. Tätowierungen.
Eventuell, ja. Grüner Guard. So. Arm dazu vielleicht. Arm vielleicht so hier. Oberer Rücken erstmal. So hier so ein. Nee, dann machen wir sie weg. Ich dachte, da so schultermäßig. Aber nein. Ach, da ist Schulter. Was geht hier so? Ja, okay, gut. Oder den hier? Oder den hier? Der Wolf ist cool. So, was kann ich hier? Profi. Ach, Größe ändern, okay. Und Transparenz. Ja, machen wir hier sowas. Er hat halt ein Tattoo, ne? Ja, Knöchel hier brauchen wir nicht. Wir wollen ja nicht übertreiben, ne? So. Kleidung! Nein. Ich will nicht kaufen. Wenn ich kaufen, danke. Wenn da nicht so was. Ganz schnieke, ne? Oder sowas. Ich glaube, da weiß nicht, ob das nicht zu fotomäßig ist. Ich weiß es nicht. Ja, sowas können wir natürlich nicht bringen, ne? Oder einfach sowas. Ist ja ein bisschen dunkler. So. Sieht ja ganz schnieke aus, eigentlich. Oder sowas hier, so ganz Rocker-Style hier. Ah ne, das heißt, man fürchterlich sich gar nicht da eigentlich. Oder ein Businessman. Das ist ein komischer Businessman mit der lockeren Krawatte hier. Eher sowas eher, ja. Gott. Eher sowas hier, ja. Ich glaube, Businessman like ist sie nicht. Da ist sie nicht, ja. Hals, sonst was, ja, aber. Ne, auch nicht. Ich bin dann eher sowas für entweder, wo war's denn, das hier, oder eins von denen hier, ich glaube von denen hier, das wäre ganz cool so. So, Hose, so eine schnieke Jeans oder dunkle, wäre das was? Ich glaube ja, ich glaube das wäre was. Schuhe, haben die da drinnen? Das ist jetzt die Frage. Ja, sowas hier. Einfach so Chucks-mäßig, ja. Schaut schon ganz cool aus. Wie schaut's da aus? Solche vielleicht ein bisschen normaler? Ja, auch nicht schlecht. Hier hätte ich dann gerne in schwarz. Oder schwarz, grau, sonst was. Hier so ein bisschen dunkler einfach, ja. Sohle kann von mir aus weiß bleiben. Ja, so nehme ich die. Und Accessoires. Ja, ganz wichtige Accessoires. Natürlich singt hier unser Rockstar hier, ja, zukünftiger Promi, ja, natürlich hier die Brille, ja. Richtig schnieke. Weiß. Silberne Namen, goldene Namen. Silberne Namen. Sieht echt ganz lässig aus. Ohrring-mäßig, glaube ich. Nee. Sowas hier. Ja, wir kommen hier für die Socken. Joggen. Ich glaube, das ist ganz cool hier, das hier, ja. Sieht man zwar nicht unter dem. Aber trägt er trotzdem. Nein, das muss man. Sieht das hier. Schaut das hier raus. Das sieht nicht so geil aus. Muss ich einfach nochmal draufdrücken. Okay. Ja, so alltagskleidungmäßig schon ziemlich schnieke, ja, würde ich sagen. Also da haben wir schon was Gutes hingekriegt. Hinbekommen, ja. So, Abendkleidung. Wenn er mal feiern geht oder sowas hier, ja. Oh, original dasselbe, bloß mit anderen Schuhen. Voll geil, oh. Hier, sowas. Oh, jawohl. Das sieht, glaube ich, ganz cool aus. Und jetzt kann er dazu dieses Accessoire da tragen. Das hier. Das hier.
andere Seite der Uhr geht das? Ach nee. Das ist, finde ich, auch komisch, dass ich das nicht auch noch für beide Seiten machen kann. Sondern ich muss mich für irgendeins entscheiden, ja. Das finde ich schon ein bisschen komisch. Ach komm, den kriegt er auch noch hier. So einen goldenen. Naja, okay, sie wissen. So ein. Ja, komm, so ein hier, ja. Wenn das ausgeht, dann geht das schon mal richtig aus, ja. Okay, Handschuhe wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Oder zum. So was hier vielleicht. Nicht ganz aus. Ja, komm, nehmen wir die wieder, weil sonst. Da steht ihm einfach, ja. Muss man ja ganz klar mal sagen, dass ihm das einfach so steht, ja. Schlafanzüge. Wie geht der gute Herr denn schlafen? Einfach so. Ja, ohne natürlich das Accessoire. Ja, weil zum Schlafen gehen braucht er das nicht, ja. Und den Ring genauso wenig, ja, weil. Ja, wo sind wir denn hier? Mit Socken, natürlich ohne Socken, würde ich sagen, ja. Aber ich glaube, eine richtige. Er schläft mit Boxershorts hier, so was hier, ja. Oder so was hier, ja. Ja, doch so. Ja, so kann man schon mal schlafen gehen, das passt schon so. Ja, ist gut. Sportkleidung, wenn er mal Sport machen sollte, ja, was nimmt er denn da? So was hier? Yipso. Ja, Sporthose, was nimmt er denn da? Sowas eher vielleicht? Ja, vielleicht nicht so schlecht. Machen wir doch. Schuhe, nimmt er die blauen hier? Und Trainingsbrille oder sowas? Vielleicht sowas. Nehmen wir die Apartment. Sowas hier. Nee, komm, das sieht ein bisschen komisch aus, wenn du mit Brille trainieren gehen würde. Na. So, nur noch die Badekleidung. Ja, komm, Hals. Oder Halskette. Er braucht ja ganz schön eine Halskette tragen zum Baden, ne? Warum nicht? Und die sieht doch auch geil aus. Dazu eine Brille noch. Seine Brille da, ja. So kann man doch schon mal baden gehen, ne? Perfekt, so ein Strand. Jawohl, passt, okay. So, die Persönlichkeiten. Merkmal hinzufügen, ja. Dann machen wir hier mal Lebensstil. Also, ich will auf jeden Fall hier Star-Qualitäten reinmachen, ja. Mental. Virtuose will ich auch unbedingt drin haben. Künstlerisch auch gut. Ja. Ich will, dass er Musiker wird übrigens, ja. Da hat man vielleicht schon erkannt, ja, dass es ein Musiker werden soll. So, leichter Schlaf, ordentlich. Auf jeden Fall würde ich auch sagen, ehrgeizig. Hoffnungslos, romantisch. Ja, ich weiß nicht. Guter Küsser vielleicht. Partylöwe, Schmeichler. Boah, da gibt es so viele, was gut passen würde. Freundlich, charismatisch. Knüpfen gern Kontakt und lieben es, Partys zu veranstalten. Hier irgendwas. Ich weiß nicht, mental. Wahnsinnig. Ja. Komm, nimm mal guten Küsser. Ja, das ist da, hallo, der hat's drauf, der wird die Ladies um sich scharen, damit es nicht mehr besser geht, ja. So, okay, da haben wir alles. So. Meister der Künste. Malerei. Instrument, Bass, Gitarre, Schlagzeug, Klavierfähigkeit und perfektionieren. Okay, machen wir. Das ist sein Ziel. Ein Mann, ein Simband, ja. Ein Sim. Ja, dann müsste es wahrscheinlich ein Sim sein. Nicht Sims, Sim, ja. Okay. Favoriten. Was nimmt er denn gerne? Was isst er denn gerne? Burger. Cool. Elektro, ich glaube ihr nicht. Lieblingsfarbe ist
Blau. Ja, okay, Stimme. Boah, das ist eine geile Stimme. Okay. So, Sternzeichen würfeln wir aus und es ist Löwe. Okay, so, jetzt brauchen wir nur noch einen Namen für ihn. So, Name. Name, Name, Name. Das ist der Jupp. Ja, Jupp. Der Jupp. Jupp und weiter. Jupp, 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 Jupp. Vielleicht ein von Lümmel. Jupp von Lümmel. Das ist doch ein geschmeidiger Name, oder? Nehmen. Kann man schon nehmen, oder? Oder? Nehmen wir, okay. Gut. Annehmen. Wunderbar. Jawohl, Schnieke, wie schon wieder ausschaut hier, ja. Jawohl. Von Lümmel. Annehmen. So. Alles klar, liebe Freunde, dann suchen wir uns jetzt mal eine schöne Unterkunft aus, ja. Oh ja, jetzt. Oh cool. Ich könnte hier ein Haus bauen. Boah. Wasserfallweg. Boah, das ist natürlich schon eine geile Bude hier.